Hallo und herzlich willkommen zu Sherlock Holmes Chapter One. Ich hoffe, ihr habt die Warnungen gerade alle gelesen, die da waren. Dies ist das neueste Spiel von Frogwares, also das neueste Sherlock Holmes Spiel von Frogwares. Wir haben ja schon eins auf dem Kanal gespielt. Ich habe nur einmal kurz reingeguckt, ob hier alles läuft. Ich habe jetzt noch nicht viel vom Spiel gesehen. Ich kann euch einmal nur zeigen. Nee, das nicht. Den Schwierigkeitsgrad, genau. Ich habe hier nichts geändert. Das heißt, wir starten mit einem normalen Schwierigkeitsgrad rein. Einmal gerade schauen. Die Sprache ist Deutsch, obwohl ich schon gesehen habe, es gibt scheinbar an sich keine deutsche Sprachausgabe. Sondern die ist dann Englisch und eben deutsche Untertitel. Aber ist vielleicht ja auch gar nicht ganz so schlecht, die Originalsprache zu haben. Okay, ich schalte mich einmal weg fürs Intro. Los geht's. Ja, bitte. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, he sure looked grumpy. Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Traveling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on, we'll go together. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Willkommen im Spiel. Benutze WSDA zum Bewegen und drücke linke Maustaste zum Interagieren mit Objekten. Ja, da sind wir. Sherlock Holmes im neuen Stil, würde ich mal sagen. Und Watson natürlich auch. Junge, fesche Männer mit feschem Haarschnitt und stylischen Klamotten. Kann man mal machen, ne? Hallo Watson? Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Ja, hab ich doch. Thank you.
hier nicht viel zum Interagieren. Welcome to Il Palazzo Deluso, sir. If you need something, sir, please inquire at reception. Mhm. Oha. Welcome to Il Palazzo Deluso, sir. We just need your signature. Brauchen Sie das? Wieso sind denn bei mir die Gesichter so verschwommen? Would you kindly sign these papers, sir? There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for two people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Oh, was geht denn hier ab? Große Feier. Dunkle Rituale auf dem Friedhof. Und gleich als ich um die Ecke kam, sah ich ihn, den Nekromanten. Er blickte sich nervös um, doch ich konnte mich rechtzeitig hinter einem Grabstein verstecken. Mein gesunder Menschenverstand sagte mir, dass ich die Beine in die Hand nehmen sollte. Aber mein Pflichtbewusstsein Ihnen gegenüber, werte Leser, meldete sich lautstärker zu Wort. Selbst lauter als mein Überlebensinstinkt. Glücklicherweise bemerkte der Vampir mich nicht und fuhr mit seinem teuflischen Ritual fort. Er erweckte eine Frau in ihrem Grab zum Leben und befahl ihr sogleich, zwei Männer zu töten, die in der Nähe waren. Danach küssten sie sich und vollzogen einen ganz und gar unheiligen Geschlechtsakt in dem kurz zuvor gehobenen Sarg. Stunden vergingen, bis schließlich der Mond langsam entschwand und die Liebenden sich in Fledermäuse verwandelten, um hinfortzufliegen. Es gelang mir, einige Fotografien der Opfer anzufertigen, die jedoch bedauerlicherweise von der Polizei konfisziert wurden. Ah, wie ärgerlich. Die Polizei versuchte, die Beweise verschwinden zu lassen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nur einmal kurz gucken, ob ich da an den Einstellungen noch was anpassen kann, damit es nicht so verschwommen aussieht. Moment. Ja, ich habe das Gefühl, so gefällt es mir ein bisschen besser. Okay. Können wir noch schneller gehen? Ja, zum Glück können wir noch schneller gehen. Guten Tag, der Herr. Pardon, Monsieur, but I am not in the mood to talk. Das ist schade. Müssen wir hier hoch? Also noch können wir nicht viel machen. Wissen wir denn, welche Zimmernummer wir haben? Ja? I apologize, sir, but your room is not yet ready. Wie jetzt? Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary Marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Wo kommst du denn jetzt aber mal her? Let's check what they have on offer. Okay. Wo genau? Hier? Oh, das ist das für uns? If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Mm. Hey, Sherry, just our luck. Was denn? Incredible Luca Galici? Galici? A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do.
Um Gottes Willen. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a seance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! Huh. That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Hm. Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Mm-hmm. Can't imagine why John still believes in such foolery. Steht auch immer John ohne Haar, ne? If seafood's not to your taste. Okay. Ach so. Our poached eggs with hollandaise sauce. Reicht das jetzt? Soll ich das zweite nicht auch noch mitnehmen? Na gut. Wo hat er uns denn jetzt da am Tisch gesucht? Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Welcher Bär? Ach, hier. Ja. Hübsch. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Hm. Was schwebt dir vor? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Warum soll ich mich darum kümmern? Oder sagt das selber? Deliver it to him. Ah, braucht nichts lang. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry. Too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right. Let me take a look. Hm. Wie funktioniert das hier? Also die gelben Stellen sind für uns interessant. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the old English name, meaning garlic place. So ist hier immer so ein Schnüffelgeräusch. Schnüffel ich den Gehstock ab, oder was? The cane is made of ebony. It's worn uncared for and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Hm. Sherlock kann Passanten zu Hinweisen befragen. Öffne mit C die Fallmappe, hefte mit X einen relevanten Hinweis an und sprich mit jemandem. Versuch's nur mit dem Gehstock. Wähle Details aus, um mehr zu erfahren. Okay. Hinweise können am Bildschirm angeheftet werden. Für manche Ermittlungsschritte müssen Hinweise angeheftet werden. Beim Analysieren von Personen kannst du so relevante Eigenheiten aufdecken.
Im Konzentrationsmodus erscheinen Spuren und bestimmte interessante Stellen nur, wenn du den dafür relevanten Hinweis angeheftet hast. Wenn Sherlock Informationen vom Passanten erhalten möchte, kann er sie nur zum angehefteten Hinweis befragen. Aha. Du kannst Hinweise von der Fallmappe aus auf dem Bildschirm anheften. Dieses Symbol bedeutet, dass du den Hinweis anheften musst, um weiterzukommen. X drücken, um den Hinweis anzuheften. Du kannst Hinweise auch direkt von der Benutzeroberfläche aus anheften. Nach oben drücken, um einen Hinweis ohne Öffnen der Fallmappe anzuheften. Nur die Hinweise des aktuell ausgewählten Falls werden angezeigt. Blättere durch die Hinweise mit links und rechts, bis du denjenigen gefunden hast, den du benötigst. Hefte den für den Konzentrationsmodus relevanten Hinweis an, wenn dieses Symbol im Interface erscheint. Sieh in der Fallmappe nach, welcher Hinweis der richtige sein könnte. Mhm. Ich bin noch nicht so richtig drin. Die Fallmappe ist dein wichtigstes Ermittlungswerkzeug. Alle Fälle, die Sherlock annimmt, werden in der Fallmappe aufgenommen oder in die Fallmappe aufgenommen und in Kategorien unterteilt. C drücken, um deine Fallmappe zu öffnen. Benutze die Liste links, um einen Fall auszuwählen und alles darüber zu lesen. Die Informationen sind in der Fallmappe als Hinweise hinterlegt. Hinweise sind für deine Ermittlungen von entscheidender Bedeutung, da sie wichtige Informationen wie Namen und Adressen enthalten. Du wirst benachrichtigt, wenn ein Hinweis aktualisiert wurde. Sieh dann in der Fallmappe nach. Dieses Symbol in der Liste bedeutet, dass ein Hinweis aktualisiert wurde. Hinweise können mit zusätzlichen Symbolen versehen sein, die Aufschluss darüber geben, wie du vorgehen musst. Zum Beispiel Ort suchen, Personen in deiner Nähe befragen oder diesen Hinweis anheften. Dann machen wir das jetzt aber einfach mal, wie es hier steht. Wir öffnen die Fallmappe mit C. Ja. Der gefundene Gehstock. Der Gehstock wurde aus Ebenholz gefertigt und weist eine erstaunlich detaillierte Gravur in Form einer Knoblauchzwiebel auf. Höchstwahrscheinlich das Familienwappen des Besitzers. Als Griff dient der Kopf einer goldenen javanesischen Statue im Wayang-Stil, die vermutlich aus einem Tempel gestohlen wurde. Der Gehstock samt Griff ist so schwer, dass man mit ihm durchaus Knochen brechen könnte, wenn man ihn kräftig genug schwingen würde. Tatsächlich weist er zahlreiche Spuren einer solchen oder ähnlichen Verwendung auf, was darauf hindeutet, dass der Besitzer nicht besonders pfleglich mit ihm umgegangen ist. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass dieser wertvolle Gehstock höchstwahrscheinlich einem englischen Adeligen gehört. John möchte, dass ich den Besitzer finde. Um dies zu bewerkstelligen, muss ich die anderen Gäste in der Lobby fragen, wer für uns an unserem Tisch gesessen ist. Mutterliebe nennt sich der Fall. Aha. Das sind jetzt die Hinweise. Gehen wir mal durch. Ein Tisch für den Abend. John erklärte sich bereit, einen freien Tisch für uns zu suchen und bat mich, in der Zwischenzeit an der Bar etwas vom Gratis-Ceviche zu holen. Ich habe das Essen. Mal sehen, ob John einen guten Platz für uns gefunden hat. John hat auf unserem Tisch einen extravaganten Gehstock gefunden und möchte, dass ich ihn mir einmal genauer ansehe. So, das im Grunde sind das auch, ist es auch ein bisschen wie unser Journal, ne? Das ist vielleicht noch interessant. Zurück auf Cordona. Ich bin auf Cordona, der Insel, auf der ich meine Kindheit verbrachte, angekommen, begleitet von meinem einzigen Freund John. Es ist spät am Abend, daher wäre es wohl besser, das Grab meiner Mutter erst morgen zu besuchen. Ich habe ein Zimmer im Hotel Il Palazzo del Lusso reserviert. Zeit, die Hotelrezeption aufzusuchen. Der Rezeptionist hieß mich im Hotel willkommen und teilte mir mit, dass Zimmer 221 im Obergeschoss für mich bereitsteht. Der Hotelbedienstete sagte, dass mein Zimmer noch nicht fertig ist, das heißt, ich werde wohl oder übel ein klein wenig Zeit in der Lobby verbringen müssen. Und John hat uns auf das Plakat hingewiesen. Ja gut, tatsächlich müssen wir das nicht mehr unbedingt durchgehen. Das ist ja nichts Neues für uns hier. Ist der jetzt schon angeheftet? Oder nee, das bedeutet, ich kann es anheften und ich kann mit Personen darüber reden, richtig? Versuchen wir mal, Hinweis anheften. Jetzt ist das hier, glaube ich, rot. Ja.
dann... Wen können wir denn so fragen? Ach, also der müsste es ja eigentlich gesehen haben, wenn er denn dann mit uns redet. Pardon, Monsieur. Ja. But I am not in the mood to talk. Immer noch nicht. Is this familiar to you? Friend, you're lucky there is something I know about this. Aha. Er sagt, vor uns saßen drei Personen an unserem Tisch. Ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist, aber der Marineoffizier hat sich wohl in den Vordergarten begeben, um Luft zu schnappen. Ich muss ihn finden. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Du keine Wette? Drücke Q, um in den Konzentrationsmodus zu wechseln und so Details über dein Ziel zu offenbaren. Moment. Mein typischer Aufnahme-Nieser, der immer dabei sein muss. Vergiss nicht vorher, den dafür relevanten Hinweis anzuheften, da sonst einige Details nicht angezeigt werden. Versuche, den ehemaligen Marineoffizier zu finden. Also angeheftet haben wir ihn. Oder... Doch, ist richtig. Dann gehen wir jetzt mal in Q. Ja. Oh, englischer Sänger, aufgeschlossen, strikt beruflich. Aber wir müssen ja in den Vordergarten. Aha, sehr interessant. Ja, kann ich... Trägt unbequeme Schuhe. Du Armer. Oh, ein Deutscher. Deutscher Aristokratensohn. Polizeispitze. Das ist ja interessant. Was? Wo war das? Da. Er hat Rückenschmerzen. Es ist irgendwie lustig. Kommt nur mit Kaffee in Schwung. Ja, man kennt es. Gut, gehen wir mal raus. Müsste er doch hier sein. Griechischer Tourist, auf dem rechten Ohr taub, wohlgesonnen. Kordonischer Wirtschaftsprüfer. Nee, suchen einen Marineoffizier. Ist wasserscheu. Wann auch immer man das erkennt. Krimstämmiger Richter ist dehydriert. Ja, dann sollte er schnell was trinken. Schläft auf dem Bauch. Hä? Moment, ich muss das mal ganz kurz ausschalten. Ist das hier nicht der Vordergarten? Mal kurz, ob es noch irgendwo anders rausgeht hier. Komme ich sonst noch in den Garten? Staff only. Ja, wird es wohl auch nicht lang gehen. Aber wo geht's hier lang? Ha? Nanü. Is this familiar to you? I would help you if I knew, sir. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Gut, vielleicht können wir hier irgendwo raus. Nee. Could you help me? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Doch, ich nehme das jetzt sehr persönlich. Ja gut, dann ist das eine wohl der Vordergarten.
Dann muss es ja einer der Beamten sein. Na gut, dann schauen wir nochmal. Ein Tourist, der ist es nicht. Beamter wasserscheu, also ist er ja wahrscheinlich kein Marineoffizier, richtig? Ein Richter. Wirtschaftsprüfe. Ah, er könnte es sein, ne? Da steht's doch. Pensionierter Offizier. Dann wird er das wohl sein. Ja. Ja. Gut. Und das ist der. Stimmt. Spreche ich ihn jetzt einfach an? Could you help me? My dear fellow, you're talking to the right man. Aha. Der ehemalige Marineoffizier Mr. Rhodes war mit dem adeligen Pärchen an unserem Tisch gesessen. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte. Womöglich hatte sie ihn dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte vergessen, ihn mitzunehmen, als sie sich zur Seance Mediums aufgemacht hatten. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst die Seance aufzusuchen. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Ausklappen. Also, ich kann den Gehstock seinem Besitzer zurückgeben. Indem wir zur Seance gehen, natürlich.